Hallo zusammen, wir haben heute Sonntag, also wenn ich dieses Video drehe und ich lag vorhin im Bett, habe es überlegt, schläfst du jetzt oder stehst du auf, klatscht dir Make-up ins Gesicht und drehst ein Video? Ich habe beschlossen, nicht faul zu sein und ich hatte Bock, dieses Video zu drehen. Einige von euch hatten sich gewünscht, dass ich mal meine günstigen Düfte zeige, also meine Drogeriedüfte und Düfte, die definitiv unter 50 Euro kosten. Das ist bei den Düften, die ich euch zeige, definitiv der Fall. Das Wort definitiv ist heute definitiv mein Lieblingswort. Zuerst möchte ich gerade mal die liebe Sena, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Sena war es, glaube ich. Eine liebe Zuschauerin, die hat mich letztens angesprochen. Viele liebe Grüße an dich. Ich war total baff, dass mich jemand erkennt, dass mich jemand anspricht, denn für mich sind über 3000 Abonnenten, ich gucke auf die Zahlen nicht mehr, also über 3000 Abonnenten sind es definitiv, aber in YouTube-Verhältnissen ist das wahnsinnig wenig und da assoziiert man einfach nicht mit, dass man auf der Straße erkannt wird und dass jemand auf einen zukommt. Aber sie hat es getan und das war so nett und es hat mich so sehr gefreut. Sie war sehr, sehr freundlich und lieb und es war irgendwie verwirrend, komisch, aber auch total schön und ich habe mich sehr, sehr gefreut. Also viele, viele Grüße an dich. Ich hoffe, Bridget Jones Baby war schön. Sie war nämlich im Kino. Ich muss mir den Film auch noch anschauen. Also ja. Kommen wir zu meinen ersten drei Schmankerln und günstige Düfte sind ja gerade jetzt sehr gelegen, denn wir rasen mit Wahnsinnsgeschwindigkeit auf Nikolaus und Weihnachten zu. Es ist der absolute Wahnsinn, Leute. Und die ersten drei Drogeriedüfte sind definitiv von Larif. Also, jemand hat mich letztens gefragt, ob ich die Larif-Düfte kenne. Of course. Also, diese Dupes sind wirklich so gut, es ist schon fast gar nicht real. Und zwar habe ich hier zum einen von Larif So Madame. Und zwar, kann man schon ein bisschen vom Namen ableiten, ist es das Dupe zu Coco Mademoiselle von Chanel. Und ich finde den so wahnsinnig überzeugend. Also ich habe den im Sommer sehr intensiv getragen und der hält lange. Der ist dem Original wirklich unglaublich nah und ist wahnsinnig günstig. Es ist fast wirklich lächerlich. Und ich habe mir den aufgesprüht, wenn ich mich so ein kleines bisschen fancy gefühlt habe. Wenn ich, ja, keine Ahnung, mich so ein kleines bisschen madammig gefühlt habe. Da, ne, da passt ja auch wieder der Name. Es ist einfach ein wunderschöner Duft für den Sommer, perfekt geeignet. Und es ist halt ein schicker, sehr eleganter Duft und ja, er riecht nicht billig, überhaupt nicht. Also er entwickelt sich auch wundervoll, nicht plastikartig, also wirklich ein Traumduft für den Preis. Praktisch gleiche Verpackung, nur andere Beschriftung, von Larif ebenfalls der Duft in Woman. Und das, kann man auch irgendwie ableiten, ist das Dupe zu Armani C. Oh, diese Wunder, oh mein Gott. Wenn ihr das Original kennt, das ist halt sehr, sehr süß, aber auch so leicht, oh, so leicht fruchtig und oh, auch wieder unglaublich nah am Original. Also es ist wirklich, es ist so ein Wahnsinn. Also für den Preis, es ist so geil, Leute. Also wenn ihr auf süße und verspielte Düfte steht, kann ich den unglaublich empfehlen. Ist ein junger, dynamischer Duft, also für den Alltag ein Traum und ja. Das ist für mich der Ausgehduft im Sommer und zwar Larif Moon for Women. Das ist das Dupe zu Boss Nuit. Das ist auch eine ähnliche Flasche und der hat was sehr Tiefes, Sexyes, auch süß. Schon ein Duft für die selbstbewusste Frau, der laut ist, aber einen nicht erdrückt. Ein wunderbarer Duft. Also für den Sommer, vor allem am Abend, everything. Eine wunderbare Neuerscheinung dieses Jahr für Damen und Herren. Von Axe Daily Fragrance Urban Tobacco and Amber. Und wenn ihr auf sehr sirupartige, dicke Tabak-Honigdüfte steht, das ist er. Und ich glaube, er kostet um die 7 Euro. Ich war wirklich komplett baff, als ich diesen Duft das erste Mal gerochen habe, denn er riecht wirklich hochwertig und er hält lange und es ist einfach so eine umschmeichelnde Süße, was Dickes, was Gemütliches, was einen geborgen fühlen lässt. Sowohl für Männer als auch für Frauen. Die Verpackung finde ich leider so ein kleines bisschen daneben, weil es aussieht wie ein Deo. Und es soll ja ein Parfum sein und so eine Packung für ein Parfum finde ich so ein... Aber es kommt ja auf den Duft an und der ist ohne Zweifel grandios. Den habe ich euch schon vor kurzem in die Kamera gehalten. Spirit of Cashmere Musk. Unglaublich günstig, unter 4 Euro und ist ein absolutes Dupe zu... Hypnotic Poison von Christian Dior. Ich habe es euch schon gesagt, der hält lange und ich rieche keinen Unterschied. Tut mir leid, also ich rieche wirklich keinen Unterschied zum Original. Er ist wirklich ein absoluter Traum. Wenn ihr ein Fan seid von Hypnotic Poison, müsst ihr den unbedingt mal ausprobieren. Dieter von Tees. Ich weiß nicht, ob ich schon oft erwähnt habe, aber ich liebe diese Frau. Ich vergöttere diese Frau. Das ist einfach für mich
der Inbegriff von Sexiness und sie hat Düfte, beziehungsweise er hatte, denn diese Düfte hier wurden discontinued und Leute, ich würde sagen, ab vor den Rechner, werft Google an und sucht diese Düfte. Sie sind online noch relativ leicht zu kriegen, aber im Rossmann sind die schon alle verbannt worden, also jedenfalls in meinen Rossmännern in der Nähe. Da hätte ich einmal das Dieter von Thees Eau de Parfum. Das ist für mich mein absoluter Sommerduft. Am Anfang mochte ich ihn gar nicht, weil Jasmin drin ist und er schon recht blumig riecht, aber er hat auch so eine richtig geile Sexy-Note und Weihrauch, was Tiefes, was Dunkles. Und den mochte ich an sehr heißen Sommertagen besonders gerne. Es ist einfach eine wundervolle florale Note, die sich sogar an mir sehr geil entwickelt. Und zum anderen, oh mein Gott, einer der absolut geilsten Drehdüfte, die, glaube ich, jemals entwickelt wurden, und zwar Erotik. Das ist ein richtig sexy Leder, Rose, rauchiger Duft, der lässt wirklich an so ein Hinterzimmer in so einer Strip-Bar denken, mit schweren, dunklen Ledermöbeln und mit einem Bouquet Rosen in der Vase und an der Bar sitzt ein schick gekleideter Mann mit einer Zigarre und oh, es ist einfach alles, die Luft ist voll mit Geilheit und das ist einfach dieser Duft. Nicht umsonst habe ich mir 2 Backups gekauft, das musste einfach sein und ach Gott, ich liebe diesen Duft so sehr. Also wenn ihr nach purem Sex riechen wollt, Zara ist in Sachen Düften definitiv nicht zu verachten. Es gibt günstige Düfte und auch sehr gute Düfte. Hier habe ich Zara Woman Oriental und das ist eine richtige Zuckerbombe. Also es riecht nach karamellisiertem Zucker. Zuckerwatte, Karamell, ist wirklich alles drin, was das Schleckermaul begehrt. Es ist unglaublich gut und es ist nur ein Eau de Toilette und es hält sehr, sehr lange. Aber auch in der Männerabteilung bei Zara gibt es sehr, sehr interessante Düfte. Also gibt es auch so Tabakdüfte, also Tobacco irgendwas. Sehr, sehr interessant. Kosten auch, glaube ich, 12 Euro um den Dreh. Unglaubliche Schnapper und richtig geil. Oriens von Van Cleef & Arpels. Mein Frühlings-Sommerduft dieses Jahr. Ach. Fruchtig, süß, hat eine Himbeernote, die unglaublich schön ist. Weich, cremig. Früher war der Duft ziemlich teuer, jetzt kriegt man ihn relativ günstig. Wenn man auf den richtigen Seiten schaut, die 30 Milliliter für um die 18 Euro, vielleicht sogar noch weniger. Und es lohnt sich so unglaublich. Also, der hat einfach was ganz, ganz Besonderes. Und den kann ich euch sogar empfehlen, blind zu kaufen. Denn ich glaube, der gefällt sehr vielen Nasen. Und ist so wunderschön. Eine olfaktorische Überraschung dieses Jahr von Roberto Cavalli, Just Cavalli Gold for Her. Dieser Deckel, das ist das Einzige, was mich daran nervt. Den kriegt man so schlecht ab. Auch unglaublich dick, karamellig, süß. Wie karamellisiertes Popcorn aus dem Kino. Es ist so, und er entwickelt sich würzig süß an mir und ist richtig, richtig hochwertig. Diese kleine Flasche, ich glaube, das sind, ja, 30 Milliliter habe ich für 20 Euro im TK Maxx bekommen. Schaut immer wieder im TK Maxx nach, da gibt es sehr, sehr viele Roberto Cavalli Düfte. Und auch wenn man es im Internet kauft, kriegt man die definitiv für unter 50 Euro. Und der ist wirklich unglaublich empfehlenswert, wenn ihr auf gourmandig süße Düfte steht. Reminiscence Tonka, ich habe euch dazu ein extra Video gemacht. Wenn ihr auf reichhaltigen, würzigen, dunklen Honig steht, der ist, oh, so eine authentische Honignote in einem Parfum habe ich noch niemals gerochen. Das ist einfach göttlich. Der wird als Dupe zu Tobacco Vanille von Tom Ford gehandelt und im Auftakt riecht er auch sehr ähnlich. Aber es ist einfach die Honignote, die rauskommt und die einen den ganzen Tag so, ja, einhüllt. Und oh, das ist für mich der perfekte Winter-Weihnachtsduft. Also besser geht's eigentlich gar nicht mehr. Und den kriegt man im Internet definitiv auf den richtigen Seiten. Auch sehr, sehr günstig, unter 50 Euro definitiv. Das hier ist jetzt die 50 Milliliter Größe und das ist eine dicke, dicke Empfehlung von mir. Und als kleines Extra habe ich hier noch den Eau de Missions. Den gibt es in Müller, also ich glaube, da gibt es sie nur im Handel. Ich weiß nicht, ob es den noch irgendwo gibt. Aber das hier soll ein Dupe sein zu Guerlain Spiritueuse Double Vanille. Und wenn ihr den ganzen Tag riechen möchtet, als hättet ihr den ganzen Tag in der Backstube gestanden und mit echter Vanille gebacken, mit Vanilleextrakt und Vanilleschoten. Oh mein Gott. Das ist wirklich die süßeste, beste, geilste Vanille, die ich je gerochen habe. Oh mein Gott. Diese Flasche, da sind 100 Milliliter drin, hat jetzt 29 Euro gekostet im Müller. Gibt es aber auch online. Schaut immer online. Schaut immer nach den besten Deals, Leute. Ne? Also es gibt immer, man kann immer was Günstigeres rausschlagen.
Aber 29 Euro und der ist... obwohl das eine Eau de Cologne ist, hält der bei mir zumindest sehr, sehr lange und ihr möchtet das essen. Ihr möchtet das wirklich essen. Es ist einfach leckeres Gebäck und die Vanille, lecker, einfach nur lecker, anders kann man es nicht beschreiben. Wenn ihr ein Vanille-Fan seid, ist das wirklich ein Must-Have. Das waren jetzt meine Drogeriedüfte bzw. meine Düfte unter 50 Euro. Ich hoffe, es waren ein paar Inspirationen für euch dabei. Ich muss jetzt nochmal, Leute, ich kann nicht anders. Ich hoffe, wie immer, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!